Willkommen zu den Rayman Legends Challenges. Ich habe heute noch jemanden mit dabei, nämlich meine Katze. Und die verdeckt mir gerade den Bildschirm. Sie läuft gerade aus dem Weg. Also schön langsam können wir mit der Aufnahme beginnen. Los geht's, gehen wir rein in das Spiel. So, ich denke mal, die meisten kennen es. Sonst zur Erklärung, das Spiel besteht aus den Rayman Legends Levels, inklusive Musiklevels, die man in der Demo, nein, in dem Trailer gesehen hat. Dann hier kann man die ganzen verschiedenen Helden auswählen, die Challenges, da gehen wir rein. Kung Fu kann man ein bisschen Fußball spielen, zum Spaß, die Rayman Origins Levels und so, Kreaturen, Stofftiere, Kuscheltiere, die geben ein paar extra Lumps. Denn in dem Spiel kann man 1 Million Lumps sammeln, um den letzten Charakter freizuschalten und natürlich die 700 Kleinlinge. Aber mit dem halten wir uns gar nicht mal auf. Wir gehen direkt rein in die Challenge. Turm ohne Ende, komme so weit du kannst. Wir sehen hier die Tabelle bzw. die Markierungen. Die interessante ist eher 1203 Meter für Gold und 1953 Meter für Diamant. Und um die geht es eigentlich, um die Diamantgrenze, als ich da mal reinkomme. Gut, fangen wir an. Ich habe meinen Charakter gewählt, nicht Rayman. Ich bin am liebsten mit ihr hier. Ophelia, ich weiß gar nicht mehr, wie sie geheißen hat. Na gut, an sich die Challenges bestehen so aus gewissen Abschnitten. Zum Beispiel dieser Abschnitt bis hier ist ungefähr immer der gleiche am Anfang. Na toll, abstützen wollte ich nicht. Und dann kommt ein anderer Abschnitt, der halt wieder anders aussieht. Das heißt, man sieht in den Challenges so ähnliche Abschnitte bzw. die gleichen, verschieden aneinandergereiht. Immer wieder, aber die Challenges an sich sind immer anders. Also wenn man schon mal eine Turm ohne Ende Challenge gespielt hat, dann ist die nächstes Mal wieder komplett anders. Vor allem also so einen Start hatte ich auch noch gar nie. Jetzt habe ich 3 Turm ohne Ende Challenges gehabt insgesamt, die ich gespielt habe. Das ist hier die dritte. Und die sieht halt mal komplett anders aus als die anderen. Auch vom Style her zu spielen komplett anders. Ja, also man hat hier, obwohl es die gleiche Challenge ist, also von der gleichen Kategorie, sehr, sehr viel Abwechslung. Und das finde ich echt toll, denn so wird es eigentlich nie langweilig. Und man hat immer wieder eine neue Herausforderung. Tja. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, hätte ich gesagt. Also ich bin jetzt schon ein bisschen gekommen, aber die spielt sich echt vom Style her aber sowas von anders als die, die ich bis jetzt kenne. Oh, das war schon knapp. Ja, nicht abstürzen. Denn wir wollen hier hoch hinaus. Ansonsten Attacken, was gibt es so? Also wie bei Donkey Kong zum Beispiel, so ein Rad gibt es halt nicht. Wow. Es gibt so eine Schwungattacke mit Y. Bei Donkey Kong war es immer so ein Rad mit Diddy, eine Rolle mit Donkey Kong und so weiter. Hier gibt es eine Schwungattacke, die kann man aber ausführen und springen kann man danach auch, jedoch nicht, wenn man in den Abgrund fällt. Also wenn man hier runter geht, dann kann man nur noch fliegen. Man kann nicht mehr springen. Toll, 60 Meter. Na gut. Also jetzt aber ernsthaft mal. Ansonsten, Stampfattacke gibt es natürlich auch noch. Um die Wand kann man hochlaufen, wenn so eine Schräge nach oben ist, wie hier. So eine Rundung. Also man kann jetzt die Wände nur hochspringen ansonsten. Außer es ist eine Rundung, dass man hochlaufen kann. Dann kann man an Wänden laufen. Man kann dann natürlich absteigen mit der... Ja, man hat verschiedene Tasten. Also ich benutze immer ZL zum Laufen. Und so kann man auch die Wände hochlaufen, wenn man die Laufentaste hält. Gut, das mal an sich. Stampfattacke müsste ich noch zeigen. Ganz normal. Kann man jetzt auch Sprungpads ausführen. Damit kommt man höher. Das hat jetzt gewisse Vorteile. Ich glaube, jetzt kommt eh irgendwann die Stelle, wo das einen Vorteil hat. Dann kann man Passagen überspringen, um eben schneller zu sein. Gut, das war's eigentlich. Ansonsten fliegen kann man noch. Hier eher nicht benötigt. Zeige ich vielleicht auch mal. Also man kann so gleiten eigentlich. Nach oben kann man nicht fliegen. So. Boah, der hat aber auch Probleme und ich leider auch. Shit. 400 Meter. Das ist ja mal gar nichts. Also da müssen wir noch ordentlich zulegen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ein bisschen schneller. Also mit der Schwungattacke ist man schneller. Man sieht, ich bin da schon ordentlich vorbeigerauscht und dann
Wenn man noch springt, kommt man noch weiter nach vorne. Und man ist am schnellsten, wenn man die Schwungattacke drückt und dann springen. Natürlich jetzt auf der Wand vielleicht nicht so empfehlenswert. Man muss dann schon aufpassen, dass man nicht nach unten stürzt. Gut. Das habe ich eigentlich noch nicht zu den Basics erwähnt, erzählt. Ja, es gibt noch verschiedene Challenges. Hier geht es darum, so weit wie möglich zu kommen. Es gibt natürlich zum Beispiel Turm ohne Ende Challenges, wo man 300 Meter in einer gewissen Zeit ist gut, so schnell wie möglich absolvieren sollte. Also es geht dann auf Zeit. Dann gibt es noch, was gibt es noch? Zeit. Lumps sammeln gibt es noch und so. Nein, schon wieder, das gibt's nicht. Das ist aber echt eine saublöde Stelle, muss ich schon sagen. Und ich habe schon eine Idee, wie ich die am besten löse, nämlich mit einer Stampfattacke auf das Sprungpad. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Boah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Eigentlich könnte ich hier auch noch abkürzen. Das werde ich jetzt auch machen. So. Und zwar gleich hier hoch. Boah, nicht. So. Mein ist langsamer. Voll versaut. Okay, gut. Mal schauen, bringt das was? Nein, komme ich auch nicht höher. So. Jetzt müsste ich die eine Stelle unbedingt skippen. Okay, wo waren die? Mal sehen. Ah, ein bisschen haben wir noch Zeit. Gut, Musik ist sehr, sehr abwechslungsreich, alles neu. Ich weiß nicht, wie es in Rayman Origins ausgesehen hat, das habe ich nicht gespielt. Ich habe jetzt nur Rayman Legends bis jetzt gespielt und ich werde auch dabei bleiben. Origins werde ich nicht spielen. Mir reicht Rayman Legends und ich habe schon gemerkt, hier, nein, das darf doch nicht wahr sein, zu früh. Oh Mann, das war wieder nix. Ah, das ist aber echt eine gefinkelte Stelle, richtig gemein. So. Hier rauf, also ungefähr gleich schnell. Also, so, rausgeholt habe ich hier nichts. Wie ich Rayman Legends das erste Mal gespielt habe, habe ich nur so ein bisschen gespielt, die Levels, und dann bin ich eigentlich direkt zu den Challenges gegangen. Also ich habe jetzt irgendwie mehr Bezug zu den Challenges gehabt als zu den Levels, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Challenges fand ich interessant. Das Story hier gibt es leider keine. Das habe ich auch vorher schon gewusst. Das ist typisch Rayman. Ja, also eine Story könnte mich mehr an den Singleplayer-Modus fesseln als jetzt an die Challenges vielleicht. Storytechnisch ist hier halt leider gar nichts da. Nun gut, aber dafür habe ich die Challenges. Mit denen gebe ich mich zufrieden, mit denen bin ich hochzufrieden. Vor allem die sind für mich eher so ein Motivationsfaktor. Ah, gerade noch! Das war wirklich knapp. Und ansonsten, das Spiel habe ich jetzt mittlerweile im Singleplayer durchgespielt. Die Rayman Origins Levels fehlen noch, wie ihr gesehen habt. Ich weiß nicht, ob ich die spielen werde. Komplett wahrscheinlich irgendwann mal durch. Hey, so weit war ich aber noch nie jetzt. 500 Meter? Ist aber wirklich wenig noch. 1,9 Kilometer für die Diamanten. Da werde ich noch... Nein, zu früh gesprungen! Darf doch nicht wahr sein. Bronze, oh mein Gott. Aber ich muss sagen, die Challenge ist wirklich nicht einfach. Jetzt, wenn ich mir denke, wir haben schon bald die 10-Minuten-Grenze. Ich glaube, dieser Part muss extra lang dauern. Denn unter Gold werde ich mich garantiert nicht zufrieden geben. Also, wir brauchen hier mindestens Gold. Und ich hätte schon ganz gerne Diamant, aber da müsste ich jetzt mal irgendwie weiterkommen als bisher. Ah, ich stürze schon wieder ab. Oh Mann. Ja, man merkt halt, es ist die Extrem-Challenge, die Extrem-Herausforderung. Es gibt halt hier gewisse Kategorien. Einerseits die normale Challenge und andererseits die Extrem-Kategorie. Da gibt es einerseits jeden Tag eine, die auf der rechten Seite, die kommen jeden Tag neu, und die auf der linken Seite zum Auswählen, die kommen jede Woche neu. In der Wochen-Challenge gibt es mehr Lumps zu gewinnen, weil es eben länger dauert. So, jetzt mache ich aber nicht den Fehler. Oder war das hier? Weiß ich gar nicht. Naja.
Und wir sind hier bei der Tageschallenge, also ich habe nur heute Zeit. Und was wirklich hart ist, also vor allem bei den Kommen so weit wie du kannst, gibt es ein paar, die das wirklich entweder voll drauf haben oder schon alle Elemente kennen. Denn die schaffen da immer mehr als 5 Kilometer und das ist schon sehr, sehr viel. Also entweder spielen die Tag und Nacht durch, bis die Challenge vorbei ist, oder keine Ahnung, wie die das machen. Ah, das geht nicht. Also hier eine Stampfattacke ist aber echt sowas von saublöd. Es darf doch nicht wahr sein, dass ich an dieser Stelle hänge. Also ich kann jetzt einerseits wieder auf das Sprungbrett rauf, dass ich zuerst die Mauer irgendwie kaputt schlage und nochmal auf Sprungbrett drauf. Oder direkt durch, wie ich es sonst immer gemacht habe. Ich weiß nicht, was besser ist. Schon langsam sollte ich irgendwie noch Abkürzungen suchen, wie ich mir ein bisschen Wege spare. Hier vielleicht. Dann kann ich eigentlich auch nirgends abkürzen. Was ich sonst immer gern tue bei diesen Komme so weit wie du kannst Challenge ist wirklich so schnell wie möglich versuchen hier durchzukommen. Ist ein cooles Gefühl, wenn man hier durchrast wie ein Irrer. Schön zu spielen, aber im Moment habe ich eher andere Sorgen, dass ich ein bisschen weiterkomme. Also ein bisschen safe spielen. Ich sehe auch nicht so direkt Abkürzungen, die jetzt safe sind. Eher riskant. Und nein! Oh, das war knapp. Komm schon. Nein! Was tue ich denn? Nein, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hätte ich es doch gepackt. Aber sowas von versaut. Na gut, also man hat hier nochmals Zeit, dass man da irgendwie raufkommt, aber zu viel Zeit sollte man sich doch nicht lassen. Also ich muss schon sagen, die anderen Turm ohne Ende Challenges waren gemütlicher zu spielen und da war auch eine dabei, die war unter der Kategorie extrem. Nun gut, was für ein Start. Ich glaube, das wird hier nichts mehr. Also, zusammenreißen und schauen, dass ich das Beste rauskriege. An sich von der Kategorie her finde ich die fast am besten Turm ohne Ende. Es gibt noch eine, die da wo ich noch besser bin, beziehungsweise hier bin ich eigentlich nicht so gut, aber ich mag sie am liebsten. An sich gibt es andere Kategorien, wo ich besser bin. Diese zählt nicht dazu, aber ich spiele sie am liebsten. So, jetzt habe ich es aber. Man muss den Schwung einfach mitnehmen. Und nicht gegen die Mauer krachen, sondern vorher schon in der Luft zuschlagen. Und dann funktioniert das. So. 460 Meter erst. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ah, ich weiß schon wieder. Bei den Dornen irgendwo bin ich dann abgekracht. Da hat es dann nicht mehr funktioniert. War das hier? Ich glaube, oder? Oder kommt das noch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schaut das schon mal nicht schlecht aus. Ja, ich glaube, so weit war ich noch nie. Eindeutig. Gut, also. Die schwierigen Passagen haben wir halt soweit überwunden. Es werden definitiv noch einige schwierige Folgen. Aber was wirklich schon jetzt sichtbar ist, es bringt wirklich viel Schwung rein, diese Challenge oder auch das Spiel an sich. Sehr, sehr viel Abwechslung, auch im Level hier. Obwohl ich schon zwei Turm oder Ende Challenges gespielt habe, bietet die so viel Neues. Von der Art, wie sie zu spielen ist. Oh. Glück gehabt. Also, langweilig wird hier einem definitiv nicht. So. Ich bin ja gespannt, ob sich nach einer gewissen Zeit irgendwie die einerseits die Challenges wiederholen, andererseits in der Challenge, also hier, wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Kilometer gerannt bin, ob sich dann irgendwie die Stellen wiederholen, ob der Turm wieder von Anfang anfängt quasi, weil das wirklich 50 Kilometer, er hat ja kein Ende, dass wirklich 50 Kilometer komplett unterschiedlich sind, kann ich mir irgendwie nicht so vorstellen. Auf eine gewisse Art und Weise muss ich das ja wiederholen. Das müsste man da ewig designen für das Level. Also keine Ahnung, wie sie es gelöst haben, die Entwickler auf jeden Fall, wie sie es gelöst haben. Nein!
Wie ich das gelöst habe, war nicht so gut. Silber gerade mal 1000 Meter. Also ich merke schon, bei diesen... Generell bei diesen Komme so weit du kannst, kann man extrem viel Zeit reinbügeln, bis man da irgendwie was Gutes zusammenbringt. Puh, also. Habt noch ein bisschen Geduld, das kann noch dauern. Ja, bringt nichts. Hier vielleicht links einen Wandsprung hoch, dass ich abkürzen hätte können, was auch immer. So, Geistdaten sind wieder geladen. Eigentlich gefällt mir das nicht, wenn einer vor mir ist. Aber den holen wir uns vielleicht noch. Mal schauen, ich werde mich anstrengen. Komm schon. Ja, wir kommen schon näher. Ja, nicht sterben. Und mal ein kleiner hat mich wiederholt. Einen Vorsprung hätte ich schon gehabt. So, jetzt haben wir den Kerl aber. So, juhu. Das war wieder zu spät, aber es geht noch. Lieber auf Safe spielen, als da irgendwie abzukacken. Hier könnte man eigentlich auch eine Stampfattacke auf dem Sprungbrett machen. Ob das Sinn hätte, keine Ahnung. Ich glaube, das war die Stelle, wo ich damals abgekracht bin. Ja, war sie. So. Und die zweite. Wo waren die? Vor allem sollte man sich die unbedingt merken, damit man nicht den gleichen Fehler zweimal macht. Also hier war ich definitiv schon. Okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. 1000 Meter waren es ungefähr. Okay, da hätte ich noch 300 Meter. Knapp. Zeit lassen. Lassen wir jetzt einen Vorsprung. Ich muss den jetzt nicht haben. Na gut, dann gib her. Wenn du mich schon vorlässt, dann gib her die Führung. 800 Meter. Boah, fast zu früh. Das war schon knapp. Jetzt heißt es wirklich konzentrieren. Wir haben gerade mal Silber. Das darf doch echt nicht wahr sein. Okay. Schaut gut aus. Ich glaube, die war es. Nein, 1000 irgendwas war es doch. Aber das ist auch sehr, sehr gefährlich gewesen. Okay, 1000. Hier müsste es gewesen sein. Ja, hier war es. Okay, geschafft. Nein, hier war es, oder? Keine Ahnung. Wie auch immer, ich hab's mal gepackt. Puh. Was kommt jetzt? Boah, fast zu spät. Der ist noch immer im Rennen. Also ich weiß nicht, wie viel er geschafft hat, aber ganz schön viel schon. Ich glaube, hier ist er abgekracht. Okay. Also alle Geistdaten sind geschlagen. Jetzt heißt es noch, so weit kommen wie möglich und so viel merken wie möglich. Das war knapp. Okay, keine Probleme hier bis jetzt. Schön konzentrieren. Es muss halt wirklich alles perfekt passen. Ein bisschen zu früh oder ein bisschen zu spät kann halt das Ende bedeuten. Wie hier! Ah! Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Verdammt. 1328 Gold haben wir mal. 600 Meter fehlen noch auf Diamant. Und ich sag mal, wir spielen, bis wir Diamant haben. Denn das will ich mir nicht entgehen lassen. Nur noch 600 Meter. An sich nimmt der Schwierigkeitsgrad, je länger die Challenge dauert, umso mehr zu. Heißt also, wenn man jetzt 2000 Meter mal absolviert hat, sollte es an sich schwieriger werden. Oder generell sollte der Schwierigkeitsgrad, je weiter man nach oben kommt, zunehmen. Zum Zuschauen vielleicht der Anfang nicht so toll
Man muss halt wieder alles von neu anschauen. Aber an sich sollte das drin sein. Denn man merkt sich eigentlich die ganzen Stellen sowieso nicht auswendig. Man merkt sich eher nur die Schlüsselstellen. Wo ist man gestorben? Wo muss man aufpassen? Wo hat man Probleme? Und ansonsten spielt es sich eigentlich sehr, sehr flüssig, ohne nachzudenken, ohne... Boah, das war knapp. Ohne nachzudenken, ohne irgendwie großartig darauf Acht zu geben. Vorausschauen ist sehr, sehr wichtig. Was kommt als nächstes? Was muss ich tun? Aber ansonsten kann man das flüssig spielen. Folge den Lumps ist natürlich immer eine gute Strategie. Die zeigen immer einen richtigen Weg an. Also man hat so schon... Boah, das war knapp. So eine gute Hilfestellung, sage ich jetzt mal, man läuft nicht komplett durch das Level durch. Vor allem, wenn die Ranken hier erscheinen, dann kann man sich vorher schon ein bisschen an den Lumps orientieren. Oh. Gut. Aber abkürzen kann ich hier wirklich fast nirgends. Ich könnte ein bisschen was probieren, aber ganz ehrlich, das Risiko ist mir dafür zu groß. Sonst muss ich wieder alles von neu spielen. Wenn ich das ohne Aufnahme jetzt machen würde, dann würde ich natürlich das auskosten bis zum Schluss, die alle Abkürzungen versuchen hier rauszufinden, um ja so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Aber jetzt ist eher das Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Vor allem merke ich, wenn ich das mache, dass ich so schnell wie möglich durchkommen probiere, versuche, dann stirbt man viel, viel schneller. Und man braucht viel, viel länger, um weiterzukommen, um einen Rekord zu sich zu holen, sich zu ergattern. Okay. Ich spiele auch deswegen safe, um meinen Geist hier gar nicht einzuholen. Ja. Aufpassen hier. Perfekt. Also die Stelle habe ich jetzt auch schon drauf. Die hatte ich in keiner Challenge noch gehabt. Deswegen habe ich auch hier so Schwierigkeiten gehabt. Man muss nur vorher früh genug zuschlagen und dann funktioniert das einwandfrei. 1000 Meter. Komm schon, 1900. Das muss drin sein, Diamant. Das Problem ist halt ein kleiner Fehler und man ist weg. Und man kann wieder alles von vorne spielen und das dauert relativ lange. Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Deswegen also sollte man tunlichst wenig reagieren. Reagieren sollte man tunlichst schnell und viel, aber riskieren sollte man tunlichst wenig. So. Hey, der hat da eine Abkürzung genommen. Das hat man gesehen. Er hat mich der Glatte überholt. Werde ich wohl verkraften müssen. Timing passt bis jetzt. Nie zu früh, nie zu spät. Wow, das war schon knapp. Das war wieder knapp. Okay. Schön konzentrieren. Schön Acht geben. Wow, das wird knapp. Oh, gerade noch. Puh, nochmal gut gegangen. 1300. Und ich merke mir so schwer die Stellen, wo ich dann abgekracht bin. Oh, hier. Nein! Ach, das darf doch nicht wahr sein. Oh, nee, die Ranke ist noch rübergekommen. Dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte mir, da kann ich mir Zeit lassen. Kann ich aber nicht. Na gut, nächstes Mal weiß ich das. Und das ist halt das Problem dann. Jetzt habe ich ein paar Zentimeter mehr geschafft und bin wieder tot. Und jetzt kann ich wieder alles von neu spielen. Ist natürlich ein Nachteil trotzdem. Ja, ärgerlich ist es auf jeden Fall. Aber was soll man machen? Spielen ohne Ende. Hier ist Ausdauer gefragt, Durchhaltevermögen und am besten so gut wie möglich abschalten. Aber der hat da auch eine Abkürzung genommen, hat man gut gesehen. Also da ist schon einiges drin, nur traue ich mich jetzt aber nichts auszuprobieren. Okay, hier bin ich schneller als er. Er holt mich trotz Abkürzungen nicht ein. Man hat natürlich einen Vorteil bei so einer Challenge oder generell bei den Challenges, wenn man schon mal eine... Nein! Nein, ich hätte noch... Ja, ich hätte sogar noch die Chance gehabt. Aber wir rechnen damit, dass ich da unten noch stehen kann. Also nächstes Mal weiß ich's, dann werde ich gleich runterspringen, falls es nicht klappt. Ich habe ein bisschen zu spät gedrückt, leider. Ja, hier kann man auch hochspringen, das habe ich schon gemacht, aber ich traue mich hier nicht so. Hm.
Ja, supi. Das war eindeutig zu spät. Sie sind nach unten gesprungen, anstatt nach oben. Nein, das ist mir zu riskant für den Pfad. Ich werde das lieber lassen. Vor allem haben wir schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr lang gespielt. Frage ist halt dann immer, soll ich hier generell was rausschneiden? Zum Beispiel jetzt, bis ich dann wieder weiterkomme. Ich meine, ihr könnt natürlich auch vorspulen. Auf der anderen Seite, wenn das sowieso eher schon langweilig wird, alles nochmal das gleiche von vorne zu sehen. Den Turm möchte eigentlich nur noch sehen, wie geht's denn eigentlich weiter? Okay, ich weiß schon, wie es macht. Ein Stampfattack auf den Postmann hat sie gut gesehen. Dann sollte ich halt natürlich doch das eher rausschneiden, wenn man das sowieso nur skippen tut. Also schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall, das wäre für mich sehr, sehr hilfreich. Problem ist nur, es werden sowieso wahrscheinlich dies nur jene lesen, die entweder zufällig gerade hierher geskippt sind oder... Boah, okay. Oder die sowieso alles schauen. Gute Frage. Also ich sollte mir im besten Fall hier keinen Fehler mehr erlauben. Man hat hier gesehen, er hat nochmal abgekürzt. Okay. Okay. Gut. Mit einer Stampfattacke auf das Sprungbrett drauf. Sehr viel traue ich mir hier nicht mehr zu. Sind aber erst bei 500 Meter. Was? Renn hoch! Boah, das war knapp. Der ist mir fast die Mauer hier nicht hochgerannt. Das hätte fast mit dem Desaster geendet. Und der ist schon wieder um einiges weiter. Oh, sollte mich aber nicht weiter stören. Ich will nur die 1900 Meter schaffen. Könnte natürlich offline jetzt auch eine Menge hier versuchen und spielen und nur noch die Bestzeit einblenden, falls ihr das noch wollt. Aber ich schätze mal, ich werde hier 25 Minuten. Manche haben wieder das Problem, dass sie nicht so lange schauen, die Parts. Ja. Gute Frage, wie ich es machen werde. Aber es ist halt das ist halt gerade so blöd. 1300 Meter, 600 Meter fehlen noch. Ich müsste halt auf Anhieb jetzt. Nein, geht nicht mehr. Ich müsste auf Anhieb schaffen, also ich schätze mal, ich werde einfach mal die Bestzeit einblenden. Bestzeit ist gut. Der Weitenrekord. So, jetzt ist es endlich vollbracht. Der Pokal, der Diamant-Pokal, der ist gesichert. Aber es ist wirklich sehr viel Zeit vergangen, hat mir sehr viel abverlangt für den Tag. In der Challenge selber habe ich noch sehr viele Abkürzungen gefunden, sehr viele Kleinigkeiten. Die werde ich dann im Nachhinein nach dem Rekord noch zeigen. Das hier ist jetzt natürlich nachkommentiert, den Rekord habe ich offline gespielt, den habe ich nicht live geschafft. Das war sehr viel Arbeit dazwischen. Was hier geboten wird, ist für mich schon sehr, sehr gut. Man muss jetzt bedenken, das ist meine erste Tour ohne Ende Challenge, die mir so nahe gegangen ist, wo ich wirklich so viel Zeit verbracht habe. Man merkt jetzt auch, dadurch, dass die Challenges zumindest in gewissen Teilen ähnlich sind, so hat man bei der nächsten Turm ohne Ende Challenge wirklich einen Vorteil schon. Hier ist gut zu sehen, die Abkürzung. Man braucht hier nicht die Wand zerstören. Also ist echt cool gemacht. Man hat hier sehr, sehr viel Spielraum für Abkürzungen, für Sonderfälle. Man kann hier jetzt auch mit der Ranke, die da nach links aufgetaucht ist vorher, kann man mitfahren. Oder hier zum Beispiel hier nach rechts könnte man, wenn man nicht hoch genug hüpft, sondern wirklich das richtige Timing erwischt und nicht so hoch springt, so kann man mit der Ranke mitfahren, das zeige ich dann auch noch, dann reißt es den Charakter in Richtung der Ranke und man ist auf jeden Fall auch schneller. Alles sehr, sehr riskant und deswegen auch sollte man das bei so einer Challenge tunlichst unterlassen, wenn es nicht um Zeit geht, denn die Fehleranfälligkeit ist wirklich dann sehr, sehr hoch. Und man verbringt, wie ich hier, noch einiges mehr Zeit, da man einige Abkürzungen, einige Sonderfälle oder was auch immer finden möchte, um einiges schneller zu sein und da Zeit zu sparen. Eigentlich nicht die optimale Einstellung, man will ja so weit kommen wie möglich, nur ist es auch sehr, sehr lustig. Das darf man nicht vergessen.
Gut, bis jetzt eigentlich nichts Großartiges passiert. Der Standard an sich bis hierher. Jetzt kommt auch noch einiges, was eher normal noch ist, noch nicht so schwer. Aber zum Schluss zieht die Challenge schon ganz schön zu. Also der Schwierigkeitsgrad wird um einiges härter, der wird noch ansteigen. Hier kann man sich auch sehr, sehr spielen mit diesen Wandsprüngen. Hier unbedingt Stampfattacke, hier kann man auch wieder sehr viel überspringen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit noch, wie bei der ersten Mauer, die ich gezeigt habe. Geht hier genauso, dass man auf die andere Seite rüber geht und dann von der linken Seite aus die Stampfattacke macht. Also man hat hier Möglichkeiten ohne Ende. Möglichkeiten auch ohne Ende hier zu sterben. Man sieht schon, es geht alles verdammt knapp her. Und man darf sich tunlichst gar keinen Fehler erlauben. Und sobald man irgendwie nur ein bisschen abweicht, ist man eigentlich schon so gut wie tot. Man hat dann nicht mehr viel Chance, viel Zeit zu korrigieren. So, jetzt sind wir eigentlich bald an dem Punkt gelandet, wo ich dann, glaube ich, im Part selber gestorben bin, wo ich dann nicht mehr weitergekommen bin. Ich glaube, da geht es aber noch ein bisschen. Also ein bisschen Zeit ist noch. Natürlich, so einen weiten Rekord erfordert sehr, sehr viel Zeit an sich schon. Wenn ich mir denke, jetzt sind wir gerade mal bei einem Kilometer und spielen schon, keine Ahnung, zwei, drei Minuten? Zwei, drei Minuten, kommt gut hin, die Schätzung, würde ich mal sagen. Also auch für den Rekord selber nicht wenig Zeit, die da in Anspruch genommen wird. Und wenn man da jetzt irgendwo einen Fehler macht bei 2 Kilometer, zum Beispiel man will jetzt einen neuen Rekord bei 4 Kilometer schaffen, weil man zum Beispiel 3 Kilometer schon geschafft hat, dann ist das schon ein hartes Stück Arbeit, um da wieder hinzukommen, um eine neue Chance zu bekommen. Also man muss hier wirklich sehr, sehr konzentriert sein. Ohne einfach, ja, Glück kann man hier fast nicht mehr sagen. Also so viel Glück kann man nicht haben, dass man hier noch schön durchkommt. Das ist auch so eine gefinkelte Stelle. Es geht verdammt knapp her. Vor allem hier ein bisschen zu langsam gesprungen. Und schon ist es fast nicht mehr ausgegangen. Also da muss man aufpassen. Und da bin ich auch öfters gestorben. So, und jetzt geht's mal richtig rund hier. Hier kommt wirklich Bewegung in das Bild rein. Hier kommt nochmal Schwung in die Bude, Schwung in die Party. Hier geht's nochmal richtig zur Sache. Ist auch schön zu spielen, wenn man so schön durchkommt, wenn sich das Bild mit den Ranken bewegt, indem man einfach hier hoch rennt. Das ist ein cooles Feeling, muss ich sagen. Habe ich sehr genossen hier beim Spielen. Und jetzt kommt nochmal eine absolut brutale Stelle, die ist einfach nur Wahnsinn. Das hat mich einige Versuche gekostet, um jetzt hier, jetzt müsste sie bald kommen. Ja, hier nach dem, ja, hier, um hier keinen Fehler zu machen. Das ist absolut Wahnsinn, hier durchzukommen. Und hier hat man mein Bild gesehen, da bin ich auch gestorben. Hier, es geht alles verdammt knapp her, gerade am Rande vom Tod hier. Und ja, hier bin ich zu spät gesprungen. Das ist halt blind und da macht man halt einmal schon Fehler. Aber ich bin absolut zufrieden. 1952 Meter, besser geht's nicht. Das ist Diamant. Und damit bin ich zufrieden. Der letzte Teil der Challenge, der so krass war. Ich habe mich so gefreut, wie ich den geschafft habe. Also absolut genial zum Spielen. Ein tolles Feeling. Man darf keinen Fehler machen, vor allem aber darf man nicht einfach nur springen drücken, hin und her springen. Das geht nicht, denn das Timing ist sehr, sehr wichtig. Man muss zwischendrin teilweise einen kurzen Moment warten. Teilweise ist es länger, teilweise ist es direkt, also das muss man schon richtig abpassen können. Und wenn man das erste Mal an diese Stelle gelangt, dann glaubt man echt, man ist im verkehrten, im falschen Film gelandet. Denn es ist echt brutal und hier sieht man, hier war ich das erste Mal da. Gleich mal den Kopf gestoßen und ein Fail, ein absolut episches Comeback und dann irgendwie die Tasten gedrückt und durchgesprungen. Hier nochmal in Zeitlupe zu sehen, der erste Versuch. Den Kopf gestoßen, keine gute Erfahrung. Und diese Stelle ist garantiert keine gute Erfahrung. Episches Comeback. Ein Sprung nach dem anderen, mit viel Glück wieder den Kopf gestoßen, aber kein Problem, noch irgendwie durchgelangt. Und da einmal springen zu viel gedrückt. Dass ich überhaupt durchgekommen bin beim First Try, war ja schon ein Wunder. Ich habe mich da tot gesehen, wie ich die Stelle gesehen habe. Hier noch epischer Fail. Warum auch immer der passiert ist und wie auch immer das passiert ist. Hier auch noch ein anderer Fail, was halt so während der Challenge passiert ist. Einfach noch so kleine Eindrücke zum Abschluss. Wenn man die Wand hochläuft, sollte man tunlichst nicht abstürzen. So, wenn man hier jetzt die Sprungtaste drückt und die Y-Taste,
Hätte man das noch schaffen können? Ich habe es in dem Fall nicht geschafft. Episches Comeback. Von unten, der Level ist noch lang nichts aus. Andere Varianten an dieser Stelle noch. Ja, hier könnte man noch das Sprungpad benutzen. Hat noch nicht geklappt. Es geht auch noch so, auf diese Art und Weise, dass man unteres Sprungpad benutzt oder auch oben, dass man hier zweimal hüpft und kommt man auch hoch. Tja, viel auf einmal. Ansonsten hier könnte man auch noch nach links hüpfen, ist mir nicht geglückt. Warum auch immer. Tja. Also, dieses Level bietet sehr, sehr viel. Hier kann man noch rechts die Stampfattacke oben auf der Plattform machen, dann kann man auch abkürzen. Also Abkürzungen bietet das Level genug. Hier die Stampfattacke, kommt man direkt hoch, holt man eigentlich seine Zeit raus, wie man sieht. Ansonsten gibt es noch eine ganz Kleinigkeit, und zwar bei den Sprungpads oben. Gleich kommt die Stelle, und zwar hier. Ich meine, das kennt man ja, aber da kann man jetzt rechts oben hier Stampfattacke und jetzt nochmal und nochmal. Dann kann man auch ein bisschen abkürzen, spart einiges an Zeit. Nun gut, das war's eigentlich mit dieser Challenge inklusive Bonusmaterial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es wird nicht so detailliert weitergehen, also ich werde nicht mehr alles analysieren und so weiter, nur für das erste Mal. Ihr könnt mir ja schreiben, gefällt euch das nicht. So epische Szenen oder sonst irgendwas werde ich natürlich immer einbauen, falls irgendwas passiert. Aber ansonsten genaue Analyse von irgendwas werde ich nicht machen, denn das Video, das erste ist jetzt schon mal 35 Minuten lang, also ist ziemlich lang und... ja, ich denke mal, zu lang ist dann auch nichts. Aber ihr könnt mir mal schreiben, wie findet ihr das Format? Wie findet ihr die Länge vom Video? Ja, ansonsten schreibt es in den Kommentaren, was euch mal reinfällt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal hier bei den Rayman Legends Challenges.